Hallo und willkommen zur heutigen Gameplay-Folge Destiny 2. Schön, dass du in diesem Video mit dabei bist und vielen Dank an alle, die meine letzten Videos angeschaut haben. Ja, in der heutigen Folge bin ich nicht alleine. Ich habe den lieben Dante mit am Start und wir wollen eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit machen. Und zwar über die Exo-Quest. Ich muss sie mir kurz raussuchen. Hier. Zeitachsenrückschau, schließe die Mission Cadys Schicksal auf der Zeitachse ab. Ja, Dante ist ein Destiny-Veteran der ersten Stunde und ich freue mich, dass er heute mit dabei ist. Hi, servus. Und ich würde sagen, wenn du startklar bist, starten wir auch direkt in die Mission rein. Alles klar, let's go. Let's go. Um zu verstehen, wo wir uns heute befinden, gibt es nur einen Anfang. Cade 6. Cade 6 war die Jägervorhut. Ein Mentor für jeden Jäger im Turm. Er war ein berüchtigter Draufgänger, ein verlässliches Truppmitglied und ein guter Freund. Er hat stets Freude verbreitet, wo er nur konnte, selbst in dunklen Zeiten. Auf uns allen lastete eine große Verantwortung. Er gab sein Bestes, um sie mitzutragen. Auf Cades letzter Mission sollte Emriff einen Ausbruch aus dem Gefängnis der Alten verhindern. Doch es lief nicht wie geplant. Ja, und da wären wir auch schon im Gameplay und ich habe direkt was dazugelernt. Ich sag immer Cady 6, in dem Fall heißt Cade 6. Und wir starten einfach mal rein. So, ich bin gespannt, was uns erwarten wird. Das ist der Sicherheitshafen. Wann das Gebiet erstmal auf, bevor wir reingehen. Ich krieg sogar Tutorial-Einblendungen, wie ich meine Superfähigkeit einsetze. Ja. Wir brauchen hier Freigabe auf Aufseher-Level, um die Tür zu öffnen. Cade? Wird erledigt. Bleib dran für die Beförderung. Irgendetwas ist auf freiem Fuß. Und zwar ganz in der Nähe. Die Gefallenen sind nicht einfach so geborgen. Jemand hat sie dazu gemacht. Oh, das hätten wir. Du hast eine wahrlich hier, ja. Und hierbei handelt es sich jetzt um eine alte Destiny 2 Kampagne oder Destiny 1? Destiny 2 Kampagne. Okay. Ja. Also ziemlich am Anfang. Sieht man ja, Cade war da noch da. Mhm. Ja, der Liebling von allen so gesehen. Und ja, ist einfach schön, dass es zu wissen, dass. Richtig, genau, dass der einfach wiederkommt. Genau,
Das Ganze haben wir hier aufgeschossen. Die noch wegmachen, hier hinten an der Seite noch, genau. So. Scharwiderlichkeit beseitigt, jetzt sollte es hochfahren. Nicht vergessen, die Zwischenspeicher zu löschen. Ja, klar. Eine Frage, wie stelle ich das an? Drück einfach den roten Knopf. Das ist eigentlich eine ziemlich lustige Sequenz, muss ich sagen. Da drückt sie einfach alle so. Ja, aber hat funktioniert. Ja. Ah, Kate muss man einfach mögen, finde ich. Okay, gleich das Spiel von vorne. Genau. Auf den Stegen sollte es ein Terminal geben. Ich werde hier mitkommen, aber angeblich gibt es hier Geschütze und die will ich ausprobieren. Übrigens, du und ich geben ein gutes Team ab. Ich halte dir die Tür auf. So, weiter geht's. Oh, die Geschütze haben auch einen manuellen Modus. Interessant. Ja, vorhin in der Zwischensequenz hat man ja schön gesehen, dass Kate mit der Pickass unterwegs ist. Ja. Witzigerweise habe ich die gestern, glaube ich, mal wieder ausprobiert und die liegt eigentlich echt gut im PvP. Ja, was hatte ich noch? Was waren die anderen Handcannon? Ach, hier, Hawkmoon, genau. Ist auch schön. Ja, die sagt mir jetzt tatsächlich noch gar nichts, aber eben im PvP habe ich auch schon mit der Pickass ausprobiert. Aber auch dort muss ich sagen, Handcannon-technisch, PvP, ich bin eher Impuls. Muss man können, ne? Genau, Impulsgewehr und Schrotflinte sind so wenig meine. Ja. Also ich freue mich jetzt auch, dass die Eisenbahner wieder da sind. Oh ja, Eisenbahner. Da bin ich auch schon bei der Hälfte vom Rang. Zum Glück. Heute haben sie ja wieder zurückgesetzt. 19 Uhr ist ja täglich. Mhm. So. Na, nehmen wir den noch mit. Ja. Gerade die Sicherheitssysteme hoch. Bei dir alles gut, Petra? Ja, betrete jetzt die unteren Ebenen. Ich check mal ein paar Sachen und dann machen wir Feierabend. Solange du die nächste Runde schmeißt. Hier haben wir ja mal gründlich aufgeräumt, Kinder. Döner für alle. Sieht ziemlich gut hier unten aus. Muss nur noch eine Sache überprüfen. Nein, nein, Kate,
Er ist verschwunden. Es war kein Gefängnisaufstand. Es war ein Ausbruch. Die Schleuse auf Deck 0. Das ist der einzige Weg nach draußen, so weit unten. Sie brechen aus. Nicht, wenn ich zuerst ankomme. Funkrelais ist mit dieser spektakulären Landung zerfetzt. Unheilvolle Musik, bitte. Okay, ihr Hübschen, zurück in eure Käfige. Ich sagte, zurück in eure Käfige! Bin ich stinkig. Habt ihr wirklich nicht mehr drauf? Hilf mir mal, meine Kleine. Was geht da unten vor sich? Melde dich, Kate. Hey, willkommen zurück. Wir sind mindestens 20 Stockwerke in die Tiefe gestürzt.
und ich kann Kate nicht erreichen. Petra auch nicht. Okay, wow. Was für eine grandiose Zwischensequenz. Da ist eine Lücke. Ich wollte es gerade sagen, ne? Also, das können sie auf jeden Fall. So, der kriegt auch ein bisschen Futter. Ja, also durch Petra in der Zwischensequenz habe ich jetzt auch mitgekriegt, dass es sich selbstverständlich um die träumende Stadt und dem Fall Forsaken handeln muss. Mhm. Genau. Und quasi, ich könnte mir vorstellen, wir spielen die letzte Mission der Kampagne. Kugel habe ich. Mit deinem Namen drauf. Jede Sekunde stirbt mein Partner rein. Tritt die Tür ein. Und killt jeden einzelnen von euch. Und du, mein Freund. Das wird wehtun. Sehr weh. Letzte Worte. Wie geht's deiner Schwester? Für Aldren war Kate nur ein Hindernis auf seinem Weg. Doch für uns. Kates Verlust war katastrophal. Unser Einsatztrupp zerbrach und die letzte Stadt fiel in tiefe Trauer. Aldrens Schicksal war besiegelt. Doch es war nicht sein Ende. Ein Geist namens Glint belebte ihn wieder. Ohne Erinnerungen an sein früheres Leben nannte er sich fortan Krell. Zuerst versuchte die Vorhut, sein früheres Leben und Aldrens Verbrechen vor Krähe zu verbergen. Doch Krähe ist nicht Aldren. Mit der Zeit verstanden wir, dass es wichtiger ist, wer jemand sein möchte, anstatt zurückzublicken. Ja, und somit hätten wir wohl die erste Mission schon abgeschlossen. Also sehr, sehr coole Zwischensequenzen, sehr interessante Story. Also ich kann wirklich immer mehr nachvollziehen, warum die Destiny-Community so auf Forsaken abgeht. Wahnsinn. Absolut. Genau, gute Krähe, den kennen wir, der positioniert sich ja aktuell in der Helm. Unten beim Zugang, wo wir ins Athenum rüberkommen. Genau. So, ich schaue eben mal in die Quests rein. Und wir haben den ersten Schritt abgeschlossen. Wir könnten nun in den zweiten starten. Schließe die Mission Stasis Krux auf der Zeitachse ab. Dann schauen wir doch mal direkt rein. Ich würde sagen, die hängen wir einfach direkt ran. Dann dauert die heutige Folge eventuell etwas länger, aber das nehmen wir doch gerne in Kauf. Das denke ich auch. Jenseits des Lichts. Stasis Krux, schaue mit Ikora in die Vergangenheit, um noch einmal mitzuerleben, wann sich die Hüter die Dunkelheit zum ersten Mal zunutze gemacht haben. Und wir starten direkt rein. Die Ankunft der Schwarzen Flotte sorgte für große Unruhen in der letzten Stadt. Viele unserer Leute fürchteten, uns stünde ein zweiter Untergang bevor. Der Zeuge nutzte diese Angst aus.
Er versprach allen, die ihr würdig waren, die Macht der Stasis und eröffnete so ein Rennen nach Europa. Wir hätten niemals erahnen können, was uns auf diesem Eismond erwartete. Wir glaubten immer, die Dunkelheit sei untrennbar mit unserem Feind verbunden. Dass ihre Macht zwangsläufig zu Gewalt und Trauer führt. Doch manche, wie Elsie Bray, verstanden, dass die sogenannte Dunkelheit eine neutrale Macht ist. Wie auch das Licht, könnte sie richtig genutzt ein mächtiges Werkzeug für das Gute sein. Wenn wir den Mut hätten, unsere Ansicht zu hinterfragen. Die Stasis Krux. Wir sind in den Eventide-Ruinen. Mit einer Krux der Dunkelheit konnten wir lernen, die Macht der Stasis zu beherrschen. Erst mussten wir uns nach Rhys Wiedergeboren kämpfen, Eramis Festung auf Europa. Diese Pyramide verlieh den Hütern und den Gefallenen Dunkelheit. Sie gibt unseren Feinden genauso viel Macht wie uns. Ich traue ihr nicht. Ah, links ist eine... Jawohl. Genau, eine Vivian. Jenseits des Lichts, die Kampagne, die habe ich doch gespielt, meine ich, oder? Die steht mir doch zu, oder stand mir zur Verfügung. Das ist jetzt auch schon so lange wieder her. Ja, ne? Wahnsinn. Meine Erinnerungen sind auch nicht die beste. Ja, wem sagst du das? Bei mir ist noch ein bisschen länger her. Ja. Aber irgendwie cool, das mal wieder durchzugehen, sage ich mal. Ja, was jetzt wirklich schade ist und was, also ich bin jetzt eigentlich wirklich sehr heiß auf die Forsaken-Kampagne und wünsche mir eigentlich, dass die wieder zurückkommt ins Game. Ja, wäre schon cool, ja. Das war so, ich sag mal, die goldene Zeit in Destiny 2. Jeder, der das gespielt hat, sagt das und auch zu Recht, muss man sagen. Ne? Oh, definitiv, ja. Also die alleine die Zwischensequenz war mit so viel Liebe zum Detail gemacht von der ja. Von Bungie oder damals noch, weiß nicht, war da Activision noch mit im Boot? Boah, gute Frage, aber ich glaube, die kamen die später dazu. Aber mit der Timeline habe ich es nicht so. Aber wir fetzen hier schon ganz gut durch, muss ich sagen. Die Versuchung setzt ja, doch. Im Gang, doch die Besessenheit zieht sie hierher. Um das Licht mit einer Armee. So, dann stellen wir mal hier so einen Banner. Sie und ihre Anhänger handeln selbstsüchtig und spontan. Die Menschen setzen auf unseren selbstlosen Einsatz für eine bessere Welt. Die Dunkelheit ist für uns nur ein Werkzeug. Ja, doch, ich glaube, daran erinnere ich mich.
So, einmal die Kommunikation beenden. In uns allen liegt die Kraft, die Dunkelheit zu kontrollieren. Wir müssen uns nur daran erinnern. Da gibt es hier noch eine Truhe. Die Trefferserie Powerwaffe. Ah ja. So. Und nun? Eigentlich müsste... Ah, okay. Da kommt's. Gewappnet mit Willenskraft und Führung haben Hüter die Macht der Stasis erlernt, ohne vom Zeugen korrumpiert zu werden. Unser Verständnis der Dunkelheit erweiterte sich. Dunkelheit ist ein Teil unseres Universums, eine Naturgewalt. Wir nutzen sie, um die letzte Stadt zu schützen. Daraufhin mussten wir viele unserer Annahmen hinterfragen. Wo einst ewige Feinde lauerten, fanden wir Verbündete gegen eine gemeinsame Bedrohung. Und im Kreise unserer engsten Freunde lauern nun alte Feinde. Verborgen in der letzten Stadt bereitete die Schargöttin Savathun ihre bisher größte List vor. Ja, und somit hätten wir diese Mission auch durch. Schauen wir einmal ins Questlog rein. Der Schritt müsste abgeschlossen sein. Jawohl. Wir kommen weiter auf der Zeitachsenrückschau. Schritt 3 von 4. Schließe die Mission Strahlende Schar auf der Zeitachse ab. Ja, von der Zeit her sind wir auch sehr gut mit dabei. Ich würde sagen, wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich möchte mich recht herzlich bei euch bedanken. Auch bei dir, Dante, dass du mit dabei warst. Ich freue mich auf die nächste Folge, in der wir die zwei weitere Schritte machen. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.